Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space. Booyah! Wir gehen jetzt in die Höhle. Ich habe jetzt gerade beim Aufnehmen seit der letzten Folge eine Pause eingelegt und habe den Katzen ihr neues Klo aufgebaut. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so dramatisch eine Mine betritt. Moment mal, das Licht am Ende des Tunnels? Ist das wirklich nur ein Tunnel-Tunnel? Oder sind wir jetzt... Ah ja, es ist ein Tunnel-Tunnel. Ein Hund. Nichts wie hin. Irgendwie sieht der gelbe Buntstift in meinem Inventar sehr anders aus, wie der gelbe Stift, den er in seiner Brusttasche hat. Ich beginne daran zu zweifeln, ob der gelbe Buntstift... Das hier scheint Pfadfinder-Territorium zu sein. ...den ich im Inventar habe, derselbe ist wie der Stift, den er hier hat. Nein, jetzt ist die Leiste schon wieder verschwunden. Okay. Ach, Spiel, ey, du bist so verbuggt, Alter. Holy Potato. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, genau, ich habe den Katzen, das neue Katzen. Die Merlin hat nämlich aus irgendeinem Grund, der mir noch nicht ganz einleuchtet, ein gigantisches Riesenkatzenklo gekauft. Also gut, das ist jetzt. Wahrscheinlich weiß man ungefähr, wie groß so ein normales Katzenklo ist. Das ist ungefähr ein bisschen größer wie zwei nebeneinander, würde ich sagen. Und hat einen riesigen Deckel und sowas und ist total... Die Katzen haben jetzt quasi hier einen super luxuriösen Puppi-Palast in unserem Haus stehen. Ich bin gespannt, wie sie das mögen. Die haben ja sowieso vier Klos. Vier Klos in der Wohnung. Ist schon krass, aber man soll so viel Klos, wie man Katzen hat, plus eins aufstellen, habe ich gelesen. Das machen wir auch. Deswegen haben wir vier Klos und eins davon ist jetzt quasi gigantisch. Aber die machen das also wirklich so. Die haben tatsächlich irgendwie gerne ein Pinkelklo. Es gibt immer ein Klo, das wechselt aber. Komischerweise, aber es gibt immer ein Klo, wenn ich die ausleere, und das wird nur reingepinkelt. Und das machen Katzen anscheinend gern. Die machen gerne anscheinend anders ihre Haufen woanders, als sie ihr pinkeln gehen. Ha. Fast wie auf der Bahnhofstoilette. So, wo waren wir stehen geblieben? Hund. Ich mach mal, schauen wir mal, was wir hier haben. Hier brauchen wir wahrscheinlich eine Kurbel. Eine Kurbelvorrichtung. Leider scheint die Kurbel zu fehlen. Verdammt, die liegt da hinten bei dem Wachhund. Ohne Kurbel kann ich hier nichts ausrichten. Und der Zaun ist leider hüfthoch. Und wir wissen, hüfthohe Hindernisse sind für die meisten Videospielprotagonisten unüberwindbar. Hier wurde ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem installiert. Auch hier, ey, da müsste man schon Kletterskills aller Alter ihr haben, dass man da durchkommt. Ich verstehe das schon. Die Stämme sind tief im Boden befestigt. So kann ich sie nicht lösen. Zutritt nur für Pfadfinder. Ein süßer kleiner Wauwau. Ah, böser Köter. Nur Pfadfinder dürfen passieren. Das scheint auch der Hund zu wissen. Sieht eher aus wie ein Koala-Bär, oder? Der Kopf. Ich glaube, die haben dann einen Koala-Bär angebunden. Einen bösen Koala-Bär. Nehmen wir den Wachhund mal mit. Ich habe doch schon Sushi Junior als Haustier. Außerdem möchte ich ihm nicht zu nahe kommen. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Er reagiert nicht. Wahrscheinlich ist meine Aussprache zu schlecht. Ich komme ihm besser nicht zu nahe. Na schön, was könnten wir dem Hund geben? Keksteig. Mag er bestimmt gerne. Ich will es nicht essen. Dann kriegt er halt wahrscheinlich Durchfall. Moment, hat er auch gerade was gesagt? Lieber nicht. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hund etwas damit anfangen kann. Wirklich nicht. Also alle Hunde, die ich kenne, hätten Keksteig wahrscheinlich verschlungen wie sonst noch was und dann wahrscheinlich wirklich ganz schlimm Durchfall bekommen. Aber so ist das eben. Lieber nicht. Die Idee war ja... Ah, Knochen. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass der Hund etwas damit anfangen kann. Was? Spinnst du? Ich kann mir nicht vorstellen. Das eine Klischee, na gut, es gibt zu Hunden sehr viele Klischees, aber eines der am häufigst benutzten Klischees, wenn es um Hunde geht, und du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass der Hund was damit anfangen kann mit einem Knochen, das ist ungefähr so wie das Klischee, dass Katzen Fisch mögen. Ich meine, gut, Hunde mögen wirklich Knochen und Katzen nicht unbedingt Fisch. Also nicht alle unsere Katzen. Ich meine, ich hatte in meinem Leben jetzt insgesamt 7 Katzen. Und Fisch, würde ich fast gefühlt sagen, so 50-50 mögen wirklich nicht alle. Aber jeder Hund, den ich kenne, und ich kenne 2. Nein, ich kenne viel mehr. Aber wir hatten 2 oder haben noch einen. Also wir jetzt nicht Familienhund quasi von meinem Arm oder meiner Schwester. Wie dem auch sei, Knochen gehen immer. Was zum drauf rumkauen geht für Hunde immer, ist immer gut. Naja, was jetzt? Böser Hund knurrt. Ich schau mal ganz kurz in den Guide. Ich will nur wissen, ob ich erst noch woanders hingehen muss oder ob ich das hier lösen kann. Mexiko. Moment mal, hä? Ich soll den kleinen Stein aufheben. Hier ist kein kleiner Stein. Ach so, nur auf hart. Aha, der wirklich auf hart haben die Rätsel viel mehr Schritte und man muss viel mehr kombinieren. Hier ist das irgendwie nicht so. Aber dann können wir hier, glaube ich, tatsächlich Nox nix machen. Na, wenn wir Nox nix machen können, dann gehen wir erstmal noch woanders hin. Also, ich meine, okay. Wenn der Hund die Kekse nicht mag, das ist eine Sache, von mir aus. Aber den Knochen, spinnen die Entwickler eigentlich? Da ist ein Hund und ein Knochen im selben Spiel und es gibt keine Interaktionsmöglichkeit zwischen den beiden Sachen. Das ist falsch. Ein Prachtexemplar. Angeblich kommen Blumen bei Frauen besser an. Oh, ein unbezahlbares Kulturgut. Also wenn du jemanden eine Palme schenkst, ich weiß nicht, wie gut es ankommt. Unter Umständen sehr gut, vielleicht auch nicht so gut. Auf jeden Fall hinterlässt du einen bleibenden Eindruck. Stell dir vor, er bekommt zum Geburtstag eine ausgewachsene Riesenpalme von jemandem geschenkt. Oder nicht mal zum Geburtstag, einfach als Mitbringsel quasi. So zum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh Gott, wäre das cool. Das muss der Laster der vermissten Forscher sein. So eine 5-Meter-Palme. Das ist der Laster, mit dem ich hergekommen bin. Ein klassischer Pickup. Das beste Auto, wenn es um die Beförderung von Bierkästen geht. Wirklich? Wirklich? Ich hätte immer Angst bei einem Pickup, dass Sachen von der Ladefläche fallen, wenn der oben nicht zu ist. Ich meine, so ein Kasten Bier, aber so einzelne Flaschen? Naja, muss man schon, ne? Das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Wow, der ist ziemlich hoch. Das sind mindestens 100 Stufen. Guck mal, der hat irgendwie hinten 2 Räder. Wirklich hat der 3 Achsen. Ein 3-achsiger Pickup. Krass. Ich wusste doch, dass ich da hoch muss. Oh, das ist ein Aliensarg. Vermutlich das Abbild eines großen Aztekenherrschers. Hier ein großer Pharao bestattet wurde? Das ist massiver Granit. Den bekomme ich nie und nimmer bewegt, geschweige denn geöffnet. Ach ja. Den Gedanken sollte ich verwerfen. Wenn das so einfach wäre. Na gut, anscheinend wirklich. Das ist massiver Granit. Aha. Was ist das? Das sieht aus wie eine dieser Zeichnungen der Scholaria.
Es ist zwar schon etwas her, doch damals musste man auf diesem Stein eine spezielle Zeichnung malen. Erst die richtige Zeichnung öffnete dann eine geheimnisvolle Pforte zu einem dahinterliegenden Geheimraum. Ob das auch hier funktioniert? Ja, das werden wir eben rausfinden. Schön, dass die das hier einfach so verraten. Ah, man kann hier aber schon sehr viel... Oder? Sehr viel detaillierter zeichnen. Tada! Oder? Stimmt das nicht? Komme ich hier wieder raus aus dem Menü irgendwie? Oh mein Gott, komme ich hier wieder raus aus dem Menü? Ah, okay. Das hat funktioniert. Ich habe das danach gezeichnet. Das hat scheinbar irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, ich speichere hier mal. Ich frage mich, ob hier vielleicht irgendein Menü eingeblendet werden sollte, das hier wieder nicht eingeblendet wird, über das ich zurückkommen könnte. Ah, ein geheimer Knopf. Ich habe ein Geräusch gehört. Es scheint, als ob sich ein Mechanismus in Gang setzt. Mit etwas Glück müsste nun irgendwas passieren. Ha! Star-Reporter öffnet Pforte zum Tempel des Todes. Ich meine, das ist jetzt technisch gesehen nichts, was ein guter Vorschlaghammer oder so nicht auch leisten könnte. Deswegen finde ich so sophisticated Alien-Geheimtüren immer ein bisschen komisch. Ich meine, das hier ist jetzt ein Comedy-Adventure. Da kann man noch eher drüber hinweggucken. Aber sowas in der Art gibt es ja auch in sehr vielen ernsthaften Adventures. Oder so Abenteuerspielen. Wo ich mir immer denke, ja, aber macht sowas so viel Sinn, wenn man sich einfach durchhauen kann im Notfall? Richtig sicher ist das auch nicht. Gut, gehen wir rein. Oh je, das ist aber ziemlich dunkel hier. Na, dann schauen wir mal, ob wir Licht ins Dunkel bringen können. Anscheinend gibt es hier einige Fackeln und Feuerstellen. Ich werde mal etwas Licht machen. Glücklicherweise war der Teer in dieser Schale noch entzündbar. Ein geheimnisvoller, geschmückter Raum... Mit einer beängstigenden Statue. Welche Abenteuer mögen hier wieder auf mich warten? Hm? Das Feuerzeug war leider leer. Ich habe es weggeworfen. What? Ein lilafarbener Kristall. Überrascht, Mr. McCracken. Was wollt ihr von mir? Geben Sie uns das Artefakt. War ja klar. Oh. Nein! Mist. Oh. Wie komme ich jetzt hier raus? In der Falle. Ich bin gespannt, ob ich die Folge dann später, wenn ich die Sachen hochlade, auch in der Falle nenne. Ich glaube, es gibt bis jetzt nicht eine Let's Play-Reihe, in der nicht wenigstens eine Folge in der Falle heißt. Wenn man halt im Videospielen so oft in die Falle gerät. Mein Benennungsprozess ist eh lustig, weil teilweise liegen ja Tage zwischen Aufnehmen und Hochladen und ich kann mich teilweise wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern, was ich in den Folgen gemacht habe. Und dann skippe ich so durch und suche nach Inhaltspunkten oder irgendwas. Manchmal, meistens versuche ich wirklich einen Namen zu wählen, der auch wirklich inhaltlich dann passt und ich erinnere mich dann auch. Und manchmal nehme ich einfach irgendwas Generisches. Einfach irgendwas, weil ich mir denke, ach, keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Und irgendwie laufe ich die ganze Zeit nur durch diesen blöden Raum. Und dann gebe ich einfach sowas ein wie... ein Schicksalsmoment. Oder sowas. Keine Ahnung. Oder ich höre einfach nur irgendeine Textzeile, die eine Figur sagt. Und denke mir, oh ja, super, das ist gut, das nehmen wir. Wenn jetzt er zum Beispiel sagt...
Nein, das geht so nicht. Dann nenne ich die Folge Das geht so nicht. Ausrufezeichen. Manchmal mache ich das. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so, also so grundsätzlich, ne? So, was machen wir denn jetzt? Zacky McCracky. Sagen wir mal, was wir jetzt machen. Ist das eine Schere? Eine verzierte Bodenplatte. Ach so, ne. Hey, was ist das denn? Ein sonderbarer U-förmiger Stein. Ob das ein Medaillon ist? Ein U-förmiger Stein. Ein seltsamer geschliffener Stein in der Form eines Us. Was machen wir damit? Das hilft mir nicht weiter. Oh, hier befindet sich eine runde Vertiefung. Der Stein ist an dieser Stelle sehr heiß. Aufgeheizt durch das kleine Feuer, das im Sockel lodert. Könnte man fast als Kochstelle verwenden. Soll ich Keksbrei reintun? Heiß! Ob man damit vielleicht einen Keks backen kann? Ich probier's mal. Ein schöner großer Keks. Hoffentlich lecker und bekömmlich. Für manche wäre der eine echte Maulsperre. Zumal er auch sehr hart ist. Ein echter Kieferknacker. Aha. Der ist jetzt, der Riesenkeks ist jetzt für den Hund. Okay. Ich verstehe. So weit, so gut, ne? Aber das hilft uns jetzt gerade noch nicht unbedingt weiter. Geh mal dahin, da ist irgendwie ganz viel. Eine weitere Metallplatte. Keine Chance. Dafür bräuchte ich wohl schweres Werkzeug. Schweres Werkzeug. Kommt sofort. Keine Chance. Dafür bräuchte... Okay, noch schwereres Werkzeug. Na gut. Eine weitere Metallplatte. Mal probieren. Sesam, öffne dich. Schade, da tut sich nichts. Eine weitere. Keine Chance. Warum sind hier 100 Symbole, die alle die gleiche Metallplatte ansteuern? Eine verzierte Metallplatte. Man erkennt beeindruckende Gravuren und Zeichnungen. Keine Chance. Keine Chance. Lieber nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Das sollte ich lieber sein lassen. Die Schale ist mit irgendeiner klebrigen Brennweite. Aber das sind die Schale sogar, guck ist für mal. Die da ist sogar, das sind zwei so ein Dingens, Vertiefungen. Eine seltsame Vertiefung. Sieht fast aus wie ein Schlüsselloch. Genau, und da würde ich doch jetzt das U-förmige Ding reinmachen, oder? Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. Verstehe ich nicht. Ah, seltsame Vertiefung ist nur ein sehr kleines Feld. Ja. Die Tür hat sich wieder geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet und wir haben einen riesigen Maulsperrenkeks. Das ist gut. Aber die Aliens haben den Kristall. Halt! Stopp! Doch, stimmt schon. Zur Ausgrabungsstätte und dann durch die Höhle, ne? Genau. Aber Leute, ich würde fast sagen, für heute ist jetzt erstmal Schluss. Ich speichere mal hier. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Zack McCracken Between Time and Space. Ich frage mich, wann wir endlich mal Between Time and Space sind. Also theoretisch ist ja jeder immer, alles, was in unserem Universum existiert, immer between time and space, irgendwie. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, und das hätte ich ganz amüsant gefunden, dass man im Gegensatz zum Vorgänger, wo man durch die Welt reist, hier durch die Zeit reist, in verschiedene Zeiten und Epochen und so, ne? Deswegen between time and space. Aber bis jetzt zumindest nicht. Naja, mal schauen, wo das noch hinführt. Ich bin froh, dass das Spiel
bis jetzt zumindest die letzten Folgen von dem sehr fragwürdigen Humor, den er am Anfang ab und zu gezeigt hat, abgelassen hat, dass wir nichts mehr davon gesehen haben. Weil das hat mich wirklich gestört und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt das ganze Spiel auf dem Niveau weitergeht, habe ich aber wirklich keinen Bock drauf. Aber bisher, was wir jetzt so sehen, ist das Spiel, was das angeht, eigentlich ziemlich nett. Die Cutscenes, die Rätsel und so weiter waren jetzt eigentlich alle immer in Ordnung. Aber diese Sekretärin hat mir schon ein bisschen so sauer aufgestoßen und dann dieser Klischee-Abziehbildchen eines Terroristen im Flugzeug, ey, das war zu viel für mich. Das ist einfach so unsensibel und bedient so falsche Stereotype, gefährliche Stereotype auch. Das fand ich nicht okay. Aber gut, lassen wir das mal, vergeben wir dem Spiel hier mal seine 2008 wahrscheinlich begründete Naivität oder fehlende Sensibilität für solche Themen. Und ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao.